Oh, in der Technik können wir auch noch das ein oder andere aufstufen. Immerhin haben wir wieder 30 weitere Punkte. Das heißt, die Raketendrohne würde jetzt zur Zielsuche auch eine Taste dazu bekommen, die wir benutzen können. Oh, wie schön. Oder wir sammeln das Ganze weiterhin für Kampfdrohnen. Ach komm, wir sammeln. Wir haben doch eh alles schon fast fertig aufgestuft. Es ist ja im Prinzip nicht mehr viel da. Das, obwohl wir, ich sag mal, gerade mal 22 Folgen jetzt gemacht haben, das ist schon echt wenig, was dieses Spiel zu bieten hat. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da war ich an anderen Spielen wesentlich länger unterwegs und hatte wesentlich mehr Möglichkeiten mit viel mehr drunter und drüber. Hier ist es ja einfach bloß reinrennen, töten, rausrennen. Vielleicht noch was sammeln zwischendurch. Aber ansonsten hat das überhaupt nichts so großartig interessant. Das wird ein ganz großer Kritikpunkt sein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Irgendwann ist auch Schluss. Irgendwann kann man das Spiel dann auch nicht mehr hervorheben und sagen, oh, wie toll das ist. Das ist Fakt. Da hat sich Ubisoft keinen Gefallen mitgetan. Aber es ist eben auch so wie Assassin's Creed. Komplett ausgelutscht. Und trotzdem hängt man weiter da dran. So, was ist hier jetzt für ein Ausrufezeichen? Wie geht's denn so? Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier breit mache. Es gibt noch genug Verbrecher. Ich muss noch Fälle abschließen, bei denen du helfen kannst. Okay. Klasse. Ich habe Bagley einen Fall geschickt. Er kann dich briefen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit der Polizei zusammen. Oh, schön. Mission gestartet, nicht vorrätig. Ich glaube auch. Es gibt Fotoautomaten, wir können mit den Leuten Clark reden. Kelly hat eine Menge Krypto an ein unbekanntes Ziel in Kairo geschickt. Hat irgendwas mit Kronos X zu tun. Diese neue Dark Web Designer-Droge. Hätte ich mir denken können, dass sie da mit drinstecken. Ein äußerst süchtig machendes Psychopharmakon mit einer erschreckend hohen Sterblichkeitsrate, dass Clan Kelly viel Geld einbringen wird. Ja, Blutgeld. In ihrer Kommunikation tauchen immer wieder die Finsbury New Projects auf, falls du nachforschen willst. Nö, das muss nicht unbedingt sein. Das kann man irgendwann nebenbei machen. Das sind wieder so eine Zusatzmission. Einfach bloß, um das Spielgeschehen unendlich in die Länge zu ziehen. Nein, wir kümmern uns weiter um den Hauptauftrag. Und dafür gehen wir erst einmal raus. Wo müssen wir hin, um den Hauptauftrag weiter fortzuführen? Im Prinzip haben wir gleich... Oh, gegenüber dem guten Bruce. Den können wir schon mal anstellen, dann ist der uns. Das ist perfekt. Dann haben wir da nämlich unsere Ruhe. Und wieder einen Auftrag weniger im Gepäck. Bruce, wo bist du? Was ist denn hier los? Potenzieller Rekrut. Du bist Bruce, oder? Hey, du da. Bleib doch mal stehen. Was? Du hast Mumm, das kann ich sehen. Jemanden wie dich könnten wir beim Widerstand gebrauchen. Du bist von Detzak, oder? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Na schön, dann erzähl mal. Dann schauen wir, was wir tun können. Ein Freund von mir hat ein seltenes Herzproblem. Der NHS ist am Ende und es gibt nicht genug Ärzte. Er hat keine Option. Und dieser Clan Kelly Arzt hat angeboten, für eine hohe Summe an Geld zu helfen. Ein echter Samariter, was? Aber wir hatten keine Wahl, also haben wir gezahlt. Red weiter. Das Zeug hat geholfen. Und zwar zu gut. Jetzt ist mein Kumpel abhängig von dem Zeug und dieser Doktor treibt den Preis in die Höhe. Eine verdammte Scheiße ist das. Zur Hölle mit diesem Arzt. Wir besorgen deinem Freund die Medizin, die er braucht. Ja, toll. Tja, dieser sogenannte Arzt ist ein echter Held. Letztes Jahr wurde ihm wegen Kunstfehlern die Zulassung entzogen und jetzt arbeitet er als Chirurg für den Mob. Mit Prinzipien hat er es nicht so. Ich würde vorschlagen, du spürst diesen sogenannten Arzt mal auf, Bagley. Ich spüre buchstäblich jeden mit Leichtigkeit auf. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Das ist aber nett. Sehr, sehr nett, mein kleiner Bagley. Nichtsdestotrotz, wir müssen ihn erstmal suchen. Wo soll er denn sein? Hier oben können wir auch noch jemanden rekrutieren. Aber ist das der Auftrag von Bruce? Rekrutiere Bryce Jackson oder Bryce. Lade die Info... Ja, das ist es. Genau, da wollen wir hin. Das heißt, wir benutzen jetzt die U-Bahn, um so schnell wie möglich hinzukommen. Ey, es ist zum Heulen. Nicht mal die Steuerung funktioniert ordentlich, sodass, wenn man draufhält, die Schnellreise kommt. Nein. Warum auch?
Man hat ja so viel anderes auf der Karte zu tun. Oh je. Also jede Menge Minuspunkte natürlich für Watch Dogs Legion, was ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt hatte. Ich hatte auch mit mehr Optionen gerechnet und vielleicht ein bisschen geradliniger Bearbeitung. Ich meine, schön, dass man die ganze Stadt so erkunden kann, aber es ist auch teilweise sehr enttäuschend. Der Clan Kelly Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Anscheinend hat er auch einen Laptop dabei. Vermutlich ist da irgendwo ein Ordner drauf, der Verbrechen heißt. Ja, ich glaube auch. Hey, die machen Selfies. Kleidungsrabatt, Farbbombe. Also man kann Leute rekrutieren. Wenn ich das richtig gesehen habe, kriegt man von denen auch automatisch das eine oder andere dann mit dazu. Das bedeutet, wenn ja zum Beispiel Kleidungsrabatt mit drin ist, selbst wenn wir die Leute nicht steuern, kriegen wir einen Kleidungsrabatt. Da muss ich rein. Alles Weitere finden wir dort oben. Okay. Wenn wir die Clan Kelly Leute angreifen, dann macht denen das ja nichts, ne? Die finden das ja okay. Hoffe ich. Hier ist auch keiner. Oh doch, verdammt. Nee, nicht runterfallen. Den geht dahin. So, schon mal eine weniger. Oh, die gehört mit dazu. Hallo, musste ich einmal kurz überfallen? Ich kann dich nicht stören. Nein, solltet ihr nicht. Shit! Ein Spider-Bot ist auf dem Gelände. Findet den Hacker. Oh oh, der scheint ein bisschen schwerer zu sein. Oh, der hat eine eigene Drohne. Okay, jetzt sind sie alle wach. Guten Tag. Bleib doch stehen. Genau, fall einfach um. Genau, denn ich habe gewonnen. Nein, nicht schon wieder. Gut, meine Lieben, wie ihr eben gesehen habt, ist leider wieder die Aufnahme abgeschmiert, aber das liegt jetzt mittlerweile an Watch Dogs und es hat mir auch die komplette Soundkarte zerschossen, weswegen ich jetzt erstmal keine Tonspur aufnehmen konnte. Das ist alles jetzt im Nachhinein gesprochen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, was alles passiert ist, nachdem ich denn das Spiel wenigstens nochmal starten konnte. Und ja, viel Spaß, bis gleich. Ich habe das Moblager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. We'll be right back.
Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Weiter, wo dein Teammitglied aufgehört hat. Das bringt dir sicher Dank ein. Sie haben jemanden von uns verletzt. Zeigen wir denen, wie Deadzeit Rache aussieht. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Okay. Jetzt ist es vorbei. Fahrzeug erlangt. Was jetzt? Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo unser Freund die Lieferung abholen kann. Ich schicke dir die Koordinaten.
Mission erfüllt. Wir haben die Medikamente sichergestellt. Du solltest die Details schon haben. Dein Freund kommt in Ordnung. Ich schulde dir wohl was. In der Mehrheit liegt die Kraft, weißt du? Du solltest DedSec beitreten. Ja. Ja, legen wir los.